Moin Moin, willkommen in der Garage. Ja, heute geht es nun wirklich endlich mal los mit der Super Bravo 2-Gang. Für die, die es jetzt noch nicht mitgekriegt haben, ich habe das Ding relativ günstig geschossen. Dafür, dass die Kisten so selten sind, es sind original Papiere dabei. Beziehungsweise es ist eine Zweitschrift, aber diesmal auch eine echte Zweitschrift von Piaggio. Die ist über einen Händler gelaufen und ja, grundsätzlich, viele von diesen Dingern gibt es nicht. Es gibt die, sag ich mal, normale Super Bravo, die hat auch den normalen Tank und nur eben halt so ein bisschen auf Cross gemacht, hat aber auch die normale Automatik mit Monogetriebe. Die Zweigang ist so ein bisschen das, so ein Einhorn unter den Piaggios und die hat diesen Tank drauf. Der ist übrigens aus Kunststoff. Und ja, ist eben halt mit dieser Zweigang-Handschaltung doch ein Exot. Teile dafür zu kriegen, nahezu unmöglich, also nicht viel. Und es wurden nicht viele davon verkauft. Es sind auch nicht viele angeboten. Und die angeboten sind, sind selten im Originalzustand. Und diese ist hier auch nicht 100% im Originalzustand. Aber sie ist komplett. Weil bei vielen fehlen die Seitenverkleidungen. Und die sind eben halt anders als bei der normalen Bravo. Und die sind nicht für Geld und gute Worte zu kriegen. Das gut, aber dann gucken wir uns das ganze Ding mal an. Also, wir haben hier vorne eine ölgedämpfte Telegabel, haben dieses hochgelegte Schutzblech, haben hier diese Maske und da fängt schon mal Problem Nummer 1 an. Das ist aber auch eine Krankheit bei diesen Super Bravos. Hier sitzt der Scheinwerfer schief drin und das wackelt. Weil das ist hier mit auf jeder Seite mit zwei winzig kleinen Schrauben befestigt und meistens reißt das Plastik in der Lampenmaske raus. Da gibt es natürlich viele, die sind hier unten mit Kabelbindern festgemacht und was weiß ich. So, dann hatte ich ja gesagt, irgendwie hier, die Deko ist auch nicht mehr so schön. Ich bin da gerade in Verhandlungen mit einem aus Italien. Der fertigt die nach für die Super Bravo 2-Gang. Und der hat sich bisher so ein bisschen geweigert, nach Deutschland zu liefern. Da will ich mal gucken, ob ich den überzeugen kann. Das sind hier aufgeklebte Linien. Da müsste man mal gute Linien finden, die man auch wirklich in so einem Radius hier kleben kann. Dann könnte man das auch neu machen. Ist also kein Ding. Der Motor ist eigentlich ein ganz normaler Bravo-Motor drunter. Hat allerdings auch eine Kennung, ECM1T, ist also nicht der normale EEM oder ERM oder EMT oder wie sie alle heißen. Hier haben wir die Rücktrittbremse, weil wir haben ja hier die Kupplung und ganz normal Zweigang. Allerdings mit der Besonderheit, der erste Gang ist nach hinten und der zweite ist nach vorne, also umgekehrt. Bei den deutschen Mofas ist es ja anders, da ist der erste vorne und der zweite hinten. Hier haben wir den Lichtschalter, da fehlt hier dieser Schieber. Hier haben wir noch diesen originalen Aufkleber. Füße auf den Pedalen lassen, wegen Rücktrittbremse. Der Tacho funktioniert übrigens. Die Bautenzüge sind alle, ja, das ist hier Quackerkram, ne? Die Schaltung funktioniert mit zwei Zügen. Das funktioniert im Prinzip ähnlich wie beim Vespa-Roller. Das sehen wir aber gleich, wenn wir hier die Verkleidung mal abmachen. Wie gesagt, hier ist die Rücktrittbremse. So, was haben wir? Pedale sind
Murks, andere Seite. Genauso murksig. Alles Rotz. Dann haben wir, hier fehlen die Schrauben für die Seitenverkleidung. Das Einzige, was nicht mehr so schön ist, hier hat mal einer was ausgesägt. Keine Ahnung warum. Also ist mir schleierhaft. Und das ist nicht rausgebrochen, das ist richtig rausgesägt worden. Aber gut. Das Rücklicht ist eigentlich normal, wie bei der Ciao PPX. Der Sattel, ja, hier fehlt schon eine Schraube, das müssen wir auch nochmal machen. Die Sitzbank ist mal nicht gut neu bezogen worden. Das ist hier auch nicht verklebt. Also, naja, gut. Hier vorne ist es verklebt. Die gehört auch nicht so, die ist normalerweise schwarz. Und dann sind hier so rote Deko-Elemente dran. Aber ich bin mal ganz froh, dass die da ist. Ja, dann haben wir den Auspuff. Und wie die Fachleute erkennen, da fehlt doch was, ne? Ja. Und zwar hat hier ein Idiot den Endschalldämpfer abgesägt. Normalerweise geht der Auspuff bis hier hinten. Bereifung haben wir hier 2/3/16 drauf. Hinten. Da dachte ich erst, naja, das ist ganz schön wuchtig. Aber die ist tatsächlich auch so in den Papieren eingetragen. Vorne haben wir, was haben wir vorne? Auch 2/3/16. Also das sind schon richtig dicke Würste, die da drauf sind. Scheinen auch noch die ersten zu sein, sind Pirelli. Ja, was gibt's sonst? Wie gesagt, Teile sind selten. Das, dieses Schaumstoffding hier, das fehlt auch oft. Die roten Griffe sind schwer zu kriegen. Die Hebel kriegt man noch neu. Allerdings will ich die Kiste hier nicht komplett neu aufbauen. Das halte ich für Mumpitz. Da geht viel zu viel Geld rein und das bezahlt einem hinterher keiner. Weil, ich sage es gleich, ich denke nicht, dass ich die behalten werde. Ich werde die ein bisschen fertig machen und ich denke, danach werde ich sie verkaufen. Also wer Interesse hat, kann sich schon mal vormerken lassen. Man sieht hier auch, deutsches Modell, Typenschild ist drauf, EMC1T. Hier hinten ist auch noch das, dieses EU-Aufkleber, dieser EU-Aufkleber drauf. Man sieht auch, dass die Narbe hier hinten deutlich größer ist als beim normalen Bravo, Ciao, sonst was Hinterrad. Dann ist mir aufgefallen, hier, da hat jemand zwei Muttern drunter gesetzt. Da frage ich mich natürlich, warum. Jetzt habe ich gesehen, der Abstand hier ist verdammt schmal. Wenn ich die wegnehme, würde das nicht passen. Da habe ich mir dann die ganze Zeit überlegt, wo liegt jetzt das Problem? Das Problem liegt darin, ich weiß nicht, ob man es im Bild sieht, das Hinterrad steht schief. Allerdings stellt sich mir die Frage, wie kann das überhaupt sein? Das finde ich sehr merkwürdig, weil das ist ja an vier Punkten aufgehängt, nämlich 1, 2, 3, 4. Das kann eigentlich gar nicht schief stehen, aber das finden wir noch raus. Es sind noch die originalen Seeberg Stoßdämpfer drin. Also soweit, alles in allem, kann man eigentlich so nicht mal meckern. Das Ding läuft sogar, ich will gleich mal gucken, ich will sie mal anschmeißen. Mal gucken. Also ich hatte sie schon zum Laufen, Benzinhahn auf. Beim Schok ist auch, da hat jemand gemurkst, da fehlt dieser Plastikclip am Schokhebel, wo der Betätigungshebel eingehängt wird. Aber das ist kein Problem, den habe ich da. So, ja, dann wollen wir mal gucken. Achso, das war ja hier ganz trickreich. Ich habe auch eine originale Bedienungsanleitung, die hatte ich mal gekauft. Ach, die sehe ich gar nicht. Die lief mir mal günstig über den Weg für eine Super Bravo 2-Gang. Also so eine Bedienungsanleitung ist natürlich auch nicht mehr zu kriegen. Und die befindet sich auch im nagelneuen Top-Zustand, die Bedienungsanleitung. Also es ist alles da. Bedienungsanleitung ist da.
So, jetzt ist der zweite Gang drin. Den muss man nämlich einlegen zum Starten. Deko ziehen und dann, das war schon mal nix. So, und ich habe auch schon festgestellt, also A, ihr hört, das Ding ist scheiße laut. Und ich habe festgestellt, dass man den Deko, den kann man ziehen hier bis zum Umfallen. Der Zug ist viel zu lang, der betätigt den Deko nicht ganz. Also man kriegt sie damit nicht aus. Da man hier aber keine Startkupplung hat, braucht man zum Starten den Deko eigentlich nicht, sondern nur zum Ausmachen. Ja, Tacho geht, habe ich glaube ich schon gesagt. Tank ist soweit in Ordnung. Und dann gehen wir doch mal gucken, nehmen wir hier mal die Seitenverkleidung ab und gucken, was sich dahinter so Tolles verbirgt. Weil der Antrieb ist natürlich auch ganz anders als bei den normalen. Bravo, und ich mach mal die Garage auf. Quant hier alles. So, nach dem Versicherungskennzeichen ist das Ding das letzte Mal gelaufen im Jahr. Was war das? 2000? Jo. Also seit 22 Jahren ist der Fummel nicht gelaufen. Hier nämlich die Geschichte, wie kriegt man denn das ab? Ah ja. So. So, und hier sieht man jetzt den Keilriemen, der eigentlich auch viel zu lose ist. Obwohl der, glaube ich, schon die komplette Spannung hat. Und diese Keilriemen kriegt man nämlich auch nicht mehr so einfach. Aber da ist die Frage, kriegt man nicht von irgendeinem aus dem Industriebedarf so einen Zahnriemen? Weil das ist ja kein Keilriemen. Und da ist auch die Geschichte, ich habe mir einen Ersatzteilkatalog für die Zweigang Bravo, habe mir da die Teilenummer rausgesucht, habe dann mal gegoogelt und dachte, oh Mensch, den Zahnriemen gibt es ja doch überall. Nein, gibt es nicht, weil überall wird diese Teilenummer als Vergleichsnummer angegeben. Es ist aber der normale Keilriemen für die Vario. Warum geben Händler immer falsche Originalteilenummern an? Ich habe mir das überall angeguckt. Überall ist es der Original Vario-Keilriemen, der unter der Nummer vom Zahnriemen für die Zweigang angegeben wird. Gut, letzten Endes können wir jetzt mal gucken, wie gesagt, also der ist hier, ist denn das jetzt hier, da ist die Feder, aber der ist aber schon auf Maximum eingestellt, also der ist schon lang, der Keilriemen. Da muss ich gucken, ob ich da irgendwo vielleicht noch eine Nummer drauf finde, aber ich fürchte, da ist nichts zu wollen. Also ich sehe hier keine Nummer drauf. Nee. Ja. Gut.
So, und jetzt gucken wir mal mit der Befestigung hier vom Hinterrad. Also wir haben hier eine, zeigen wir das mal ein bisschen genauer, ne? Ihr wollt das doch auch ein bisschen genauer sehen. Das haben wir ja schon bei dem Zweigangmotor, den ich letztens hatte, gesehen, dass wir vorne hier eben keine Kupplung haben, sondern diese Zahnriemenrolle. Hier ist die Spannvorrichtung mit so einer Torsionsfeder. Hier haben wir die Kupplung. Hier ist die Bremse. Das ist ein relativ kurzer Zug. Auch den wird es wahrscheinlich so einfach nicht geben. Der ist nämlich hier vorne eingehängt. Und hier hinten mit so einer, ja, wie man das sonst so kennt, so ein Ende mit Gewindestange drauf. Der ist aber Gott sei Dank noch gut. Hier haben wir die Schaltung. Und jetzt will ich gerade mal sehen, wo ist denn jetzt hier... Die Kupplung ist nämlich hier oben irgendwie und das geht, wie ihr seht, ist das von hinten, wird das betätigt. Und da haben wir hier auch nochmal eine Einstellmöglichkeit mit einer Madenschraube. Das Getriebe ist ein Ziehkeilgetriebe. Da gibt's auch, habe ich auch Zeichnungen davon. Also von daher alles nicht das Ding. Es gab ja schon Vorschläge, ich soll mal zeigen, wie man das Getriebe überholt. Das werde ich aber aus einem ganz bestimmten Grund nicht machen, weil da gibt es eine Kunststoffhülse im Getriebe und für die Revision muss man die aufschneiden und erneuern. Da ich die neu aber nicht mehr kriege, werde ich einen Teufel tun und das Getriebe öffnen. Ich werde mal schauen, hier ist auch eine Ölkontrollschraube, ob genug Öl drin ist. Das werde ich prüfen, das alles ein bisschen sauber machen. Und ja, Zahnriemen muss ich eben halt mal gucken. Aber ich will jetzt nochmal auf die Spur gehen. Warum ist das Hinterrad hier? Was passt hier nicht bei dem Hinterrad? Warum ist das schief? Ist die ganze Schwinge verzogen? Das wäre sehr merkwürdig. Das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, aber es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Dann nehmen wir mal die Seitenverkleidung auf der anderen Seite ab. Ja, mit dem Auspuff ist natürlich ärgerlich. Aber wie das denn immer so ist. So, wie wir sehen, hier ist die Kontaktzündung drin. Ich mal gucken, ob ich hier mit der Taschenlampe leuchten kann, ob das noch der originale Motor ist. Hier ist ein Vergaser drin, das scheint auch ein Originalvergaser zu sein. Da ist ein neuer drin, ein neuer Kerzenstecker ist drauf, ein neuer Benzinhahn ist drauf. Also so ein paar Kleinigkeiten wurden hier gemacht. Und wie man sieht, hier fehlt schon so ein schwarzer Teil vom Aufkleber, kann man das sehen. Gut, da kann man sagen, dann nimmt man einfach schwarzes Isolierband und dann kann man das nachstellen. Und es fehlen auf beiden Seiten die Super Bravo Embleme. So, jetzt gucke ich hier auch nochmal. Ist komisch. Witzig ist, das Ding hat hier einen automatischen Kettenspanner. Also nicht wie bei der Chao einen zum Einstellen. Aber was passt hier jetzt nicht? Warum ist das Hinterrad schief? Das kann ich hier nicht so ganz nachvollziehen. Ich müsste mir mal die Teile noch mal im Teilekatalog angucken. Weil ich weiß nicht, ob das Teil hier für das Lagerschild, ob das so gehört.
das ist eben so die Geschichte, dafür kenne ich mich bei der Zweigang Bravo eben auch deutlich zu wenig aus. Weil die Schrauben sehen irgendwie ein bisschen zu klein aus für diese Geschichte, aber da ist doch irgendwas. Also das Rad dreht wunderbar leicht, aber es ist irgendwie, ist das doch alles schief. Das kann ich irgendwie noch nicht so ganz verstehen, was da los ist. Also theoretisch müsste das Teil auf dieser Seite ein bisschen höher, weil dann kommt das Rad natürlich hier oben ein bisschen weiter rüber. Ob das daran liegt, dass die Schrauben hier zu klein sind und das dann innerhalb der Löcher runtergerutscht ist, dann drehen wir doch am besten mal eine raus oder zwei und gucken uns das genauer an. Weil das sieht von der Schlüsselgröße her, also wir wissen das 13, das sieht eher nach 12 aus. Gucken wir mal. Das ist 13. Also unnormal sieht das jetzt nicht aus. Aber ich kriege das Hinterrad hier oben nicht weiter rüber gedrückt. Das ist doch schon komisch irgendwie, ne? Aber das Hinterrad eiert auch nicht. Das ist schon eigenartig, ne? Ich meine, gut, die Züge müssen sowieso neu. Die sind hier sowas von gammelig. Das ist übrigens auch eine interessante Konstruktion mit den Zügen. Alle Gummihandschuhe runter. So. Und zwar kommen diese Schaltzüge ja hier raus und werden beide mit einer Klemmschraube hier festgemacht. Das heißt, ich muss einmal von links ziehen, einmal von rechts ziehen und das dann gleichmäßig stramm halten. Und dann habe ich ja hier oben die beiden Stellschrauben, um das ein bisschen auszugleichen. Also die müssen auf jeden Fall neu, genauso wie der Kupplungszug neu muss. Und da sehe ich jetzt hier immer noch nicht so ganz. Man sieht den da drüben, den Zug. Aber ich sehe gar nicht, wo der hier hingeht. Ach, hier hinter ist irgendwie so eine Hebelgeschichte, die man jetzt aber so nicht sieht. Und da frage ich mich auch, wie kriegt man den Riemen hier runter? Weil hier ist ja eindeutig zu wenig Platz, um den hier rauszufriemeln. Das sind wieder alles ganz spannende Geschichten. So, hier haben wir den Ersatzteilkatalog. Hier haben wir den Zahnriemen. Nummer 1. Zahnriemen hat hier die Teilenummer. 227931. Gebt das spaßeshalber mal bei Google ein und guckt euch an, was da geboten wird. Also, es ist wirklich der Hammer. Gut, was ich allerdings inzwischen schon festgestellt habe, weil das Hinterrad ist definitiv ein bisschen schief drin. So, jetzt habe ich mal geguckt. Das Ding ist wohl mal bei Ackerrennen missbraucht worden.
Wir haben hier eine Delle drin. Und zwar haben wir hier oben diese, das ist hier ein Stück vom Rahmen. Und der ist genau hier unten raufgeknallt. Und hier vorne, ich weiß nicht, ob man das im Video erkennt, macht das Ding so einen leichten Bogen. Also ist die Triebsatzschwinge scheinbar verzogen beim Ackerrennen irgendwie. Und ich nehme an, dass das der Grund ist, warum das Hinterrad schief ist. Ja, gut. Also, dann schreiben wir mal auf, was wir alles brauchen. So, wir haben den Zahnriemen, den wir machen müssen. Bautenzüge müssen gemacht werden. Lichtschalter muss gemacht werden. Triebsatzschwinge muss gemacht werden. So, was mussten wir noch machen? Ach ja, Scheinwerfer. Also wenn irgendeiner weiß, was für eine Größe dieser Zahnriemen hat, das wäre super, weil ich denke nicht, wie gesagt, dass den Piaggio, dass das eine Spezialanfertigung ist, das ist irgendwas aus dem Industriebereich. Und aber der muss neu, der ist jetzt vollständig gespannt und das ist hier Labakram. Gut, achso, ja, was wollten wir machen? Getriebeöl. Motor machen wir komplett. Also der Motor kommt raus, auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall zerlegt, geprüft, neu gelagert, neu gedichtet. Damit wir da auf der sicheren Seite sind. Achso, ja. Vergaser. Schokhebel. Dekoventil prüfen wir, wenn wir den Motor komplett machen. Vergaser, Schokhebel, dieses Kunststoffteil rein, was fehlt. Auspuff. Muss gemacht werden. So kann man damit definitiv nicht fahren. Das ist viel zu laut. Ist ja schon wieder eine ganze Menge. Das ist das. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Scheinwerfer, die Triebsatzschwinge. Ja, also den Zahnriemen, wie gesagt, muss ich gucken, wo ich den besorge. Das ist im Moment so mein ärgstes Problem. Wie gesagt, ich weiß, dass man die in Italien kriegt, aber die sind scheiße teuer. Wäre natürlich schön, wenn ich den irgendwo in irgendeinem Zahnriemen-Zubehör kriegen könnte. Weil ich kann den schlecht als Muster nehmen, weil der ist ja nun inzwischen auch schon zu lang. Ja gut, vielleicht mit einem findigen Verkäufer bei irgendeinem Industrieladen. Da werde ich mal googeln. So, dann haben wir Bautenzüge. Gut, das ist letzten Endes nicht das Thema. Der einzige, der einzigartig ist, ist der für die Bremse und der ist in Ordnung. Schaltung, kein Problem. Kupplung, kein Problem. Da muss ich nur mal gucken, wie ich das da hinten alles löse, wenn ich das Hinterrad rausnehme. Weil, wie gesagt, der Zahnriemen geht hinten an der Kupplung nicht vorbei. Ich hätte jetzt eigentlich aber auch wenig Lust, die Kupplung zu zerlegen. Das muss ja nun auch nicht sein, weil das Ganze wird wie folgt gehalten. Ihr seht hier diesen Ring. Da. So, und man muss die ganze Kupplung praktisch zusammendrücken, dann den Ring rausnehmen, dann rutscht diese Scheibe hier rüber, dann kann ich die Federn dahinter rausnehmen, dann kann ich hier die
drei Kreuzschlitzschrauben lösen. Und dann kann ich den Riemen rausziehen. Ich weiß gar nicht, ob ich eventuell, nee, selbst dann nicht. Obwohl eventuell, weil der Ring ist rund und was hier hinter ist, das kann man jetzt schlecht sehen, das ist etwas dünner. Das heißt, wenn ich diese Scheibe abnehme, dann kann es sein, dass ich den Riemen da rausgefummelt kriege, obwohl, nee. Mach doch mal den Abstand da rein. Machen wir ein bisschen Licht. Guckt euch den Abstand da an. Das kriege ich da nicht durchgefummelt. Keine Chance. Ja. Gut, da werden wir uns was einfallen lassen müssen. Weil ich jetzt... Da müsste ich mir ein Werkzeug bauen, was ich hier so drücken kann, dass ich diesen Ring hier rauskriege. Der sitzt übrigens auch nicht richtig, weil ich müsste, kann man das sehen, der hört da auf und der offene Teil muss natürlich hier irgendwo zwischen diesen Ringen sein und nicht hier. Oh je, gut. Aber alles lösbar. Nicht das Ding. Das ist nicht unbedingt das Ding. So, Lichtschalter. Nehmen wir einen aus dem Fundus. Haben wir da. Die verbogene Triebsatzschwinge. Nehmen wir diese hier. Ne? Hatte ich ja. Habe ich noch liegen. Und die ist, habe ich nämlich verglichen. Die macht hier unten nicht diese Beule, ist hier oben nicht so eingedellt, ist also noch okay. So, dann brauchen wir Scheinwerfer, beziehungsweise mit Scheinwerfermaske, haben wir da, ist allerdings in hellgrau, wie es bei der normalen Lumperbrau ist. Könnte man aber schwarz lackieren. Dann müsste ich, wenn ich die Aufkleber nicht kriege, versuchen, die hier mit dem Föhn ganz vorsichtig runterzukriegen. Und auf den anderen wieder raufzukriegen. Oder ich würde zumindest diese hier nachfertigen lassen. Ich sehe schon, wie ihr seht, das wird ein Groschengrab, das Ding. Das wird echt ein Groschengrab. Scheinwerfer, Getriebeöl, kein Problem. Motor, Lagerdichtung, Simmeringe habe ich alles da. Ist alles kein Ding. Showkabel, Vergaser. Denke ich, muss heute auch da sein. Irgendwo an irgendeinem Vergaser ist hier noch so ein Ding dran. Gibt es aber auf jeden Fall, gibt es sonst noch zu kaufen. Nicht das Ding. So, dann haben wir das Ding noch mit dem Auspuff. Tada, ein Auspuff. Und hier dieses hintere Teil fehlt bei dem jetzigen Auspuff. Ich halte das mal gegeneinander, damit ihr das sehen könnt. Ach, das alles immer mit einer Hand hier. Und mit einer Hand die Kamera halten. So, ich meine, schön aussehen tut er eh nicht mehr. So. Und ihr seht, so gehört das Ding normalerweise. Hier ist ein anderer Knick drin. Müsste aber, wenn ich das richtig sehe, trotzdem passen. Da der Auspuff sowieso ab muss, kann ich das ja eben einfach nur mal probieren. Das ist jetzt ein Auspuff nicht speziell von einer Zweigang, sondern von einer normalen Super Bravo. Weil für die Zweigang einen Auspuff zu kriegen, vergesst das mal schön. So, den legen wir erstmal hier beiseite. Den guten Auspuff. Und was ist das hier? 13?
lange Schraube drin, sag mal. Oh. Und richtig fest ist der hier vorne auch nicht. Kann ich wahrscheinlich schon so runterjaggen, ne? Flupp. Flupp, da ist er ab. Dann kann ich ja gleich mal gucken, ob hier überhaupt noch der originale Motor drin ist. Jetzt halten wir den hier mal ran. Und stellen fest, im Prinzip passt das, nur der Halter ist. Ja, der Halter muss anders. Der Halter muss anders. Der muss weiter, ein Stückchen weiter nach vorne. Das ist aber jetzt nicht das Ding. Da kann man ein Loch bohren. Vielleicht ist es bei der anderen Triebsatzschwinge auch anders. Könnte ich gleich mal gucken mit dem Abstand hier. Wo müsste hier der Abstand sein? Müsste ungefähr hier sein. Also mal locker 2 cm nach rechts. Aber ansonsten haut das hin mit dem Auspuff. Hier muss ich gucken mit dem Pedal, ob ich da dran vorbeikomme. Aber da könnte ich notfalls hier eine schmale Distanzscheibe dazwischen packen. Dann passt das. Es ist immerhin schon mal was. Ja, wo anfangen, wo aufhören. Ne? Falls sich einer fragt, wo das Werkzeugfach bei der Super Bravo ist. Das ist die rechte Seitenverkleidung und auf der Innenseite habt ihr hier so einen Schnapper und da ist das Werkzeugfach. Ist noch vorhanden. Das ist doch schon mal was. Gut. So, hier drunter kommt auch noch mal so ein Motorblech. Das fehlt hier auch. Hab ich aber. Wäre jetzt nicht das Ding. Ich habe jetzt mal geguckt, bei der anderen Triebsatzschwinge ist das Loch auch hier. Da muss ich in den sauren Apfel beißen und eben halt hier ein Loch bohren. Mache ich dann ungerne, aber was soll ich machen? Hier hat auch schon mal jemand dran rumgeschweißt. Der Auspuff ist hier auch zerbeult und wie gesagt hinten abgesägt. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Kann ich nicht anders machen. Hier haben wir auch schon mal dann das Ding Super Bravo. Das ist auch nicht original, weiß ich, weil normalerweise gehört hier noch eine 2 dahinter. Bei den Originalen steht Super Bravo 2, aber auch die sind natürlich überhaupt nicht zu kriegen. Von daher war ich froh, dass ich diese gekriegt habe. Original Ersatzteile hier. Dass ich da überhaupt was machen kann. Da muss man halt Kompromisse eingehen. Man kann das immer noch mal tauschen, wenn einem tatsächlich durch irgendeinen Wahnsinnszufall mal Super Bravo 2 Embleme hier begegnen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das glaube ich eher nicht. Aber ja, achso, Motor wollte ich noch gucken, ob da der Originale noch drunter ist. Dann habe ich hier noch Original Bremsbacke. Die können wir natürlich, wenn wir den ganzen Kram hier schon auseinandernehmen, auch gleich neu machen. Man sieht, das Ding ist anders als bei normaler Bravo oder Ciao. Ist natürlich deutlich größer, weil das ist natürlich auch so eine Riesennarbe hier hinten. Ja, wo anfangen, wo aufhören, ne? Das ist wieder... Ich fürchte, das wird wieder so ein Groschengrab. Ich habe zwar einige Teile inzwischen schon, aber... Tja, gut, ich guck mal bei dem Motor. So, kann man das erkennen? EMC 1M. Es ist auf jeden Fall der originale Motor drunter. Das ist doch schon mal wirklich gar nicht so schlecht. Witzigerweise, eine Blechmutter ist hier noch dran, für dieses Blech, was von unten drunter kommt.
Und bei der anderen Triebsatzschwinge ist auch noch eine Blechmutter dran. Da haben wir ja schon mal die zwei, die gebraucht werden. Ja, da lauert eine Menge Arbeit. Wirklich. So, und hier war ja vorhin die Geschichte, die offenen Enden, die müssen natürlich hier genau in diesem Zwischenraum sein. Waren sie nicht, sondern sie waren hier. Das heißt also, hier kann die Feder die Scheibe nach vorne drücken, ohne dass sie gehalten wird. Also dieser Sprengring muss mit der Lücke genau zwischen zwei Stiften sitzen. Jetzt habe ich mir überlegt, wie kriege ich denn das hin, dass ich das hier reindrücke. Und ich hatte mal so einen Satz für die Hydraulikpresse gekauft und da war hier so ein Adapter dabei, wo ich gesagt habe, wenn ich da jetzt hier ganz quick and dirty ein paar Ausfräsungen mache, so dass der ganze Scheiß hier rüber greift, etwas mehr Luft, damit ich die Platte auch reindrücken kann, damit die Stifte hier Platz haben, hier unten. Ja, und dann ganz einfach mit einer Schraubzwinge, mit so einem riesen Äumel hier, von einer Seite zur anderen. Und dann geht das. Ist zwar Fummelkram, aber es geht. Ich weiß nicht, wie das Original-Spezial-Werkzeug dafür aussieht. Die Reparaturanleitung, die ich habe, das ist eine Kopie und leider eine schlechte. Da kann man also nicht allzu viel erkennen, wie dieses Werkzeug aussehen muss. Eventuell greift das auch hier irgendwo rein und man zieht dann irgendwie, keine Ahnung. Also wüsste ich jetzt nicht, wie das aussehen soll, aber die Lösung hier ist, finde ich, so ganz okay. Man kommt dann einigermaßen an den Ring ran, also es geht, es ist Fummelkram, aber immerhin, es funktioniert. Und die Kupplung, ja gut, funktioniert hat sie vorher auch schon, aber soweit ist jetzt alles gut. Ja, jetzt geht es erstmal ein bisschen ans Teile besorgen. Wie spät ist das inzwischen? Ja, ist auch schon wieder kurz vor 6. Ich muss da unbedingt mal eine neue Batterie da drüben reinbauen in die Uhr. Man kriegt ja gar nicht mehr mit, wie spät das ist. Die erste Bestandsaufnahme ist da. Ein paar Teile sind ja da. Gott sei Dank die verzogene Schwinge hier. Also je mehr ich mir die angucke, desto mehr habe ich das Gefühl, dass die wirklich verbogen ist. Dazu gehört allerdings schon was. Und dann heißt es fröhlich umbauen. Also das wird wahrscheinlich mein Winterprojekt hier. Das alles wieder einzubauen, gerade zu bauen und. Und wahrscheinlich ein kleines Groschen gab. Aber jetzt kümmere ich mich erstmal um einen Zahnriemen. Wie gesagt, leider finde ich nirgendwo eine Größenangabe im Netz. Das ist wirklich bitter. Aber gut, wir werden das schon hinkriegen. Und dann wird es wahrscheinlich die erste Videoreihe sein auf YouTube, die sich mal mit der Super Bravo 2 beschäftigt. Was ja mal Zeit wird, weil ist natürlich klar, ich hatte auch Anfangsbedenken, wenn man sich so einen Hobel anschafft, wo man weiß, Ersatzteile sind eigentlich nicht zu kriegen, keiner weiß, wie funktioniert dieser ganze Kram da überhaupt. Das ist natürlich dann Leute zu finden, die das kaufen. Aber wie immer, man muss sich einfach nur mit der Materie befassen, dann kriegt man das auch raus. Und ein bisschen, Gott sei Dank, Teile habe ich ja da, die wichtigsten. Dass ich hier nun die ganze Triebsatzschwinge umbauen muss, Hinterrad raus, aber die Züge müssen sowieso neu. Das Hinterrad wollte ich sowieso rausnehmen und ja, mal gucken. Also, es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.